Abend alle zusammen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Anke Sukau. Und das können wir uns ganz gut merken, weil Anke ein toller Vorname ist. Und bei Sukau, da denken wir an Sukade, das passt schon mal saisonal, und an Kakao. Und dann haben wir eine tolle Verbindung. Hallo Anke. Hallo. Ja, dann was magst du uns erzählen über dich? Was gibt es wichtig zu wissen, wenn man an Anke Sukau denkt? Was soll einem dann einfallen? Dann sollte man einem einfallen, dass ich gerne mal hüpfe, dass ich gerne mit Jugendlichen arbeite. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind 2 und 5 Jahre alt, und mit denen spiele ich auch gerne. Ja, das sind Sachen, die ich gerne mache. Hüpfen ist also Programm bei dir? Ja, das ist mehr so nebenbei, genau. Anke, damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen, sag doch mal so 2, 3 Dinge, wo du sagst, Mensch, das ist so in deinem Leben passiert und die sind ganz wichtig, die du uns mitteilen möchtest, weil sie ein Stück von dir sind. Also wichtig, ich komme aus York, aus meinem Land, bin jetzt wieder zurückgezogen, also meine Familie und ich sind zurückgezogen, und ja, das genießen wir total, wieder zurück auf dem Dorf zu wohnen. In den letzten Jahren waren wir in Berlin, das war auch schön, aber jetzt ist es hier toll. Ich bin im ersten Beruf, habe ich was anderes gelernt, Konditorin, und bin dann Diakonin geworden, was ich eigentlich schon mal als Kind werden wollte, und es hat mich dann wieder eingeholt. Also Gott ist mir wichtig, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass er mich begleitet, dass er da ist. Genau. Was für eine schöne Verbindung. Gott ist dir wichtig, also den Menschen etwas zu geben und in deinem vorherigen Beruf auch etwas Schönes, etwas Süßes zu geben. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Jetzt sind wir mitten in Corona, in schwierigen Zeiten. Wie gehst du damit um? Welche Chance hat dir Corona gegeben? Nochmal ganz anders die Jugendlichen kennenzulernen. Ich habe im September hier gestartet als Elternzeitvertretung von Niklas Nadolny. Und konnte da, Gott sei Dank, die Jugendlichen live und in Farbe kennenlernen. Wofür ich echt dankbar bin, dass das eine Zeit war, wo kurzzeitig ja Jugendgruppen, Gemeinde, alles wieder möglich war. Genau, und das ist einfach richtig schön. Jetzt ist es so, dass wir uns wieder natürlich hauptsächlich online treffen, außer mal für den Gottesdienst. Denn die sind ja erlaubt und da ist der Abstand gut möglich. Corona gegeben, tiefere Begegnung an manchen Stellen. Also ganz andere Gespräche, natürlich privat, auch irgendwie im letzten Jahr schon mehr Zeit mit der Familie, als die Kitas zu waren. Aber in der Jugendarbeit vor allem nochmal ganz andere Gespräche. Du hast also das kleine Zeitfenster nutzen können, die Jugendlichen kennenzulernen. Wenn wir jetzt an die Jugendarbeit denken, und du hast ja eben schon mit leuchtenden Augen beschrieben, wie wichtig dir die ist, was sind deine Werte bei Jugendarbeit? Was liegt dir am Herzen, den Jugendlichen mitzugeben? Dass Gott sie begleitet. Also natürlich, dass sie sich ausprobieren, dass viel einfach passiert, dass sie vorne stehen können, dass sie als Teamer mitarbeiten können, dass sie sicher sind in dem, was sie tun, aber vor allem, dass Gott da ist und sie begleitet. Was für ein schöner Wunsch, dass Gott sie begleitet. Ich glaube, wir wünschen das einfach jetzt mal für alle, dass Gott uns begleitet. Wir wünschen dir natürlich Gottes Begleitung auf deinen Wegen, für dich privat und beruflich, und ich denke auch für uns alle. Und vielleicht sagen wir einfach mal zusammen Amen. Amen. Amen.